Mein Freund starb, Stresslevel über 9000, mein bester Freund ist gestorben. Und damit wurde ich zu einem Trunkenbold. Oh, ist das schwierig. Ich werde meinen Käse essen. Ich habe gehört, mein Käse essen hilft. Es hat nicht viel geholfen, aber zumindest hat das ein bisschen was geholfen mit dem Käse. Ja, immerhin. Die schicken mir alle Geld. Was ist denn da los? Dankeschön, Lina, auch für die 2 Subs und Andi für die 2 Subs und Stulibert für die 7 Monate. Ja. Vielen lieben Dank dafür und ganz viel Spaß in meinem Stream weiterhin. Ich danke euch. Dankeschön. Danke, 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 danke schön. Das ist sehr lieb. Vielen lieben Dank. Die Verbündeten kommen auch noch. Danke, danke, danke. Ja, da flieht er. Lass die Hauptstadt hier, die gehört mir. Das Anspannungslevel muss runter. Wir haben uns zwar besoffen, aber... Oh Gott, jetzt sind wir so ein besoffener Trunk... So ein begriffsstutziger, unersättlicher Trunkenbold. Es ist nicht, wie ich mir den Sohn Gottes vorgestellt hätte. Das ist auch nicht, wie ich mir den Sohn Gottes vorgestellt hätte, aber ich vermute, dass das auch so ein bisschen der Hintergrund davon ist. So, wenn wir jetzt diese 2 Städte da hören, müssen wir eigentlich gewinnen, oder? Und der holt sich die da noch? Ja. So, meine Ehepartnerin mag mich jetzt genug. Reicht auch damit. Und. Jetzt. Ja, in 3 Monaten haben wir die. Komm, dieser Krieg wird unser sein! Meine Königin hat mich. Die liebt mich aber nicht auf diese Weise. Du bist meine Frau! Was soll denn das? Sie liebt mich aber nicht auf diese Weise. Das könnte auch von meiner Frau kommen. Dankeschön, Daichan, für den verschenkten Sub. Vielen lieben Dank. Ja, ich bin in der Friendzone meiner eigenen Ehefrau. Ja, ja. Er hatte eine schwere Kindheit und hat unter den hohen Erwartungen der Mutter gelitten. Das treibt einen einfach in den Alkohol. True. True. Dankeschön, Lipziger, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, das ist sehr nett. Vielen lieben Dank. Meine Vasallen streiten sich, also lasse ich sie auspeitschen. Legitim. Ja. Können Sie es wagen, Dissens zu säen? Ah, der Krieg ist gewonnen! Seht, wie mächtig das Königreich von Aragon geworden ist. Ahaha. Hier irgendeine besonders geile Stadt. Oh, Saragossa ist ja der Hammer. So, meine Tochter, Schwester ist endlich eingesperrt. Das hat auch echt lang genug gebraucht. Jetzt ist sie endlich im Gefängnis. Es geht auch einfach nicht. Also das ist halt... Und wer ist der Dude? Endlich ist meine Königin schwanger. Das Schicksal meint es doch noch gut mit mir. Oh, das Kind hat sie mit einem Mönch gezeugt. Brixa ist ein Kind zwischen einem Mönch und einer Nonne. So, so. Schwierige Situation. Ja,
Dankeschön, XP, für die 200 Bits. Dankeschön, Yorkshire, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Also ich glaube halt generell nicht daran, dass es noch ein Kind Jesus geben kann, außer mich selbst. Also hilft ihr das halt auch nichts. Ich kann sie aber auch nicht hinrichten. Unter Gott das Dach gezeugt, ja, ist ja trotzdem eine Sünde. Also das, so einfach funktioniert das nicht, Chat. So einfach funktioniert das nicht. So, also das finde ich ist doch ein gutes Reich hier. So, was mache ich da denn jetzt? Da haben wir jetzt wirklich viel Profit gemacht. Mussten halt ein paar Unschuldige abschlachten dafür. Na, aber das Leben ist halt auch ein bisschen hart. Manchmal. Glaubst du eigentlich hier mit dem Anspruch auf Mallorca? Habe ich den jetzt mal? Ja. Gelübde hat sie halt schon, das hilft nichts. Dann hat sie halt weiter Kinder. Das funktioniert nicht. Ich muss die im Gefängnis behalten, wo ich sie unter Kontrolle habe. Die bleibt jetzt einfach im Hausarrest für den Rest ihres Lebens. Und wir hoffen, dass sie dadurch nicht weitere Kinder zeugt. Wenn schon, wird sie in den Kerker verlegt. Das ist halt Katastrophe. Mein Chat will auch, dass ich Malle mir hole. Ja, ich glaube, das ist nun angebracht. Das ist einfach schlimm. Ich habe halt niemanden, der da funktionieren würde als Hofarzt. Haben die alle schon? Ach, guck mal, der hat noch keine Frau. Das heißt, wir könnten hier nach einer Gelehrten suchen. Klinger, 17, aber die ist sadistisch. Das heißt, Hofarzt dann vielleicht auch ein bisschen kritisch. Ja. Astilien ist halt schon echt krass. Da muss man weiter ein bisschen ein Auge drauf halten. Aber sie ist jung. Das ist halt so die Sache. Wie stark ist der? Oh, hat viele Verbindung. Sonst haben wir halt niemanden. Alter. Der einen hohen. Es wird tatsächlich ein bisschen schwierig allmählich, weil die Muslime hier, die bilden ein riesiges Netzwerk. Wenn du einen da angreifst, greifst du die alle an. Außer der Typ auf Mallorca. Ja, die sind halt klüger als wir Katholiken, um ehrlich zu sein, was das angeht. Das ist, ja, leider. Aber der von auf Mallorca ist nicht klug. Ach, der ist 36. Den könnte ich auch nutzen. Als Hofarzt. Die Kinder sind problematisch, weil sie Erbrecht besitzen. Nee. Das sind alles Bastarde, die von der Nonne gezeugt wurden. Die haben alle gar keine Rechte. Sie selber darf ja auch nicht mehr erben, weil sie Nonne ist. Dankeschön, Edinator, für die 11 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Das Spiel will meinen Sohn nach meinem Vater benennen. Und weil der halt Sancho der Schäbige hieß, ist der Name für meinen Sohn jetzt auch der. Aber nee, wir wollen ja eigentlich weg davon. Sancho... Der, was ist ein richtig protziges Adjektiv? Wir brauchen das protzigste Adjektiv, das wir finden können. Ich habe im besoffenen Zustand aus Versehen einen Atheisten zu meinem Hofarzt gemacht. Sancho der Goldene ist gut. Ja, Sancho der Goldene, das ist gut. Wir versuchen unsere Charaktere so realistisch zu spielen, wie es irgendwie geht. Das heißt, und so für Sancho den Goldenen, dem widmen wir jetzt diese Eroberung von Mallorca. Ich versuche so zu spielen, wie mein Charakter spielen würde. So mit meinem Kriegsvolk rüber, um ein bisschen Geld zu sparen. Eine Jagd würden wir nicht machen. Wir würden eine Pilgerreise maximal machen und ein Festmahl veranstalten. Also wird es wieder ein Festmahl werden, I guess. Ja, gut, das war jetzt vielleicht... Müssen wir halt doch ein bisschen Geld ausgeben. Gebe ungern Geld aus, ihr wisst es.
Du gibst Geld aus, freiwillig? Ja, ist ein bisschen. Ich wollte eigentlich nicht. Jetzt muss ich halt all meine Truppen ausheben, tatsächlich. Ah. Ey, jetzt setzen die mir sogar nochmal nach hier. Ja, mein Dude, das ist nicht so religiös, genau. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Witzigerweise konnte sich mein Typ gerade irgendwie nicht zurückziehen. Ach, und jetzt gewinnt er. Ah, jetzt haben wir den Malus nicht mehr. Den Schiffungsmalus. Jetzt gewinnen wir die gleiche Schlacht. Das heißt, da wieder am falschen Ende gespart, Chat. Ihr müsst da mal ein bisschen. Ihr habt offensichtlich kein merkantiles Mindset. Seht ihr, wie das hier. Das wendet sich alles zum Guten. Wir brauchen das hier gar nicht. Hört auf. Wobei, so kriegen wir keine Stadt erobert. Aber 5000 Mann. Hauptsache, wir gewinnen hier noch. What? Scheich Wab ibn Admal Mal-Alik greift mich an mit 4000 Mann. Templer zu mir, während ich Mallorca angreife, kommt der hier. Ich habe jetzt einen Hofnarren. Ich brauche einen Hofnarren, um mich zu belustigen. Okay, hier oben kommen sie. Ich meine, wir haben mega viel Geld. Den Krieg werden wir schon gewinnen. Hallöchen, Molia. Auf dieser Insel kann man sich irgendwie nicht zurückziehen, lustigerweise. Wo kämpfst du denn gerade? Auf Mallorca. Ach, du bist da drüben schon am Einnehmen von Dingen. Ja, krass. Natürlich. Ja, was mit Spanien? Ich kann gerade mit meinem Neffen, dem König von Kastilien. Nee, es ist gar nicht der König, es ist irgendein random Typ. Wann gibt's eigentlich wieder einen Kreuzzug? Das ist eine gute Frage. Ich finde, es wird mal Zeit, weil die Muslime mucken ziemlich auf. Ja. Mallorca ist Spanien. Ja, aber eine Seiteninsel. Es geht um den Hauptbereich hier. Mallorca zählt tatsächlich nicht als Teil des Iberischen Ringens. Weiterhin. Dankeschön. Also ich kann da nicht diese Sachen machen, die man auf dem Festland machen kann. Das schaut nicht gut aus, ne? Die fahren, also die nehmen richtig viele Gebiete hier ein. Das ist überhaupt nicht schön. Vor allem bei dir fressen sie richtige Löcher rein, ne? Nee, ich bin ja gleich da. Die Templer stehen schon bereit und Malle gehört gleich uns. Und dann werden wir halt schnell übersetzen und denen auf die Fresse geben. Ich komme halt nicht gegen die an, weil die einfach zu viele Armee haben. Greifen die dich auch an, oder wie? Nee, ich will sie angreifen, aber ich komme nicht gegen an. Ich habe immer noch dieses Anrecht auf dieses eine Gebiet. Und wenn ich dem den Krieg erkläre, kämpfe ich gegen eine Übermacht von fast 6000 Mann. Ja, die sind leider sehr, sehr stark. Und meine asexuelle, keusche Frau, die meiner Mutter zu ähnlich ist, will mir auch einfach noch kein Kind gebären. Es wird alles in Ordnung kommen. Ich habe jetzt Mallorca. Ja, es ist eine kritische Geschichte. Es hat alles so gut begonnen. So, die müssen wir jetzt platt machen da drüben und das werden wir auch. Es gibt keine Scheidung. Hä? Was für Scheidung beantragen? Chat? Habt ihr Fieber? Es gibt keine Scheidung in der katholischen Kirche. Oh, wie viel haben wir und wie viel haben Sie? Ich habe gerade Hochdeutsch gelernt. Deswegen mag mich mein Bischof jetzt mehr. Sondern für so, okay, Freundschaft wird nicht funktionieren mit dem, aber ihn beeinflussen. Für mehr Geld. Es gibt Unfälle, danach neue Hochzeiten. Hä, meine Frau ist perfekt. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt hier. Meine Frau ist absolut perfekt. Sie muss nur
endlich mal ein Baby ausspucken. Aber das wird sie ja machen. Also, gebt ihr Zeit. Es ist ja... Hoffe ich halt. Ich hoffe es halt sehr. Viele Leute da drüben. Es wird eine knappe Kiste, glaube ich. Aber wir müssen da jetzt rein. Aber du kannst sie nicht verführen, ja und? Einen sehr guten Anführer. Tja, völlig egal, die kriegt ja trotzdem ein Kind. Das wird halt ein paar Jahre dauern, aber die kriegen immer Kinder. Die ist erst 22, Leute. Schick deine Frau doch mal ins Kloster, wo deine Schwester war. Ihr seid furchtbar. Halt. Ja, alle. Natürlich gibt es kirchliche Scheidungen, aber nicht für unseren Gottessohn. Chat! Hey, das wird jetzt richtig von zu viel Uso? Hier. Ui. Achso, von Uso. Ich glaube, wir schaffen's. Nee, wir schaffen's nicht. Sie haben ein bisschen mehr. Warum ist schon wieder er hier der Befehlshaber? Ich verstehe das nicht. Die waren doch alle auf einem Haufen. Warum wählt es dann immer den Schlechteren aus? Ah, manchmal kapiere ich das nicht. Verlieren wir jetzt, wenn mein 33er-Typ nicht kämpft. Ach komm. Wirst du gemobbt von deinem Chat oder von deinem Spiel? Nee, das Spiel. Meine Frau ist schwanger. Sehr gut. Naja, das ist wirklich scheiße hier jetzt. Ah, Gott. Ich brauche ein Festmahl, um das zu feiern. Ich habe euch ja gesagt, das wird was. Richtig gekostet. Alter. Gottes Enkelkind. Das war richtig übel. Aber vor allem auch ungefähr gleich viele Truppen, ne? Aber, ach. Es wird halt Zeit, dass mein Dienstherr stirbt. Das aber das Schöne ist, dass sich das ganze Gebiet das hier richtig jetzt, zerreißen das wird, weil der passiert, so viele dass Söhne alle Armeen auf einem Haufen drei hatte und das Spiel zählt trotzdem, dass ein schwächerer Befehlshaber zuerst reingeht, statt halt der Beste von dem Haufen. Und das hat mich jetzt schon mehrfach Schlachten gekostet. Das ist ein bisschen frustrierend. Das ist schwierig. Müssen die sich erstmal wieder alle aufstocken? Und dann müssen wir nochmal Söldner anheuern. Ich habe mir ein bisschen einen Fruchtbarkeitsperk zugelegt. Weil ich mit 24 jetzt ein bisschen Stress bekomme, weil ich erst ein Kind habe. Und ich sauf ja auch sehr viel, ne? Also. Ui! Unser Lehnsherr wird schon wieder angegriffen. Von einem Muslimen. Wir helfen mit. Kriegsbeitritt anbieten. Dabei. Die gehen jetzt ganz gut ab, weil sie halt echt viele Truppen haben. Und auch alle Bündnisse untereinander im Gegensatz zu uns. Ja, ich helfe meinem König, aber auch immer sehr fleißig. Also sehr gut. Ich bin da... Ich hebe jetzt nur mein Kriegsvolk aus, dann ist das ein bisschen billiger. Und dann gebe ich ihm das zur Seite. Ich hänge das mit in die Hauptarmee. Kriege ich ein bisschen Prestige. Gesprochen wie eine wahre Glaubenskriegerin. Ja, mir fehlt halt... am billigsten mache. Mir fehlt halt tatsächlich ein Kreuzzug gerade. Das ist halt echt was, was mich gerade irritiert, dass wir einfach... Also wo sind unsere Kreuzzüge? Ich möchte bitte einen Kreuzzug haben. Kann ich dann ein Bündnis vielleicht machen? Warum gründest du keine Freiheitsfraktion gegen deinen Lehnsherrn? Ach, weil er so knapp 8.500 Einheiten hat. Zum Beispiel. Und da sind seine Verbündete nicht mit reingerechnet. Und weil das einfach Ressourcenverschwendung ist, weil er einfach 6 Söhne hat und 3 Königstitel. Das heißt, ich warte einfach, bis er stirbt. Weil ich bin jünger, ich sitze das aus. Und dann lege ich mich mit seinem Sohn an und nicht mit ihm, weil der nur ein Fünftel so stark sein wird wie er. Und dann ist das viel entspannter.
Oh, Gräfin Patricia ist nicht länger mein Hoftutor. Ihr Mann ist jetzt endlich, hat jetzt endlich einen Titel von seinem Vater geerbt. Sie ist jetzt endlich Gräfin geworden im Alter von 39. Aber es war schön, dass sie so lange noch an meinem Hof war, meine Schwester. Zumindest eine von den Zwillingsschwestern ist eine gute Schwester geworden. Wenn man sonst schon nichts hat, brauche ich einen neuen Hoftutor. Was ist eigentlich bei euch mit, mit der Versorgung? Na gut, ihr seht nicht, seid nicht überlimitiert, ihr verliert keine. Ich habe einen neuen Erben bekommen. Und taugt er genetisch gesehen was? Er ist begriffsstutzig. Meiner ist immer noch hässlich, obwohl ich eine wunderschöne Frau habe, merke ich. Er ist immer noch geistlos. Das ist wirklich hart. Meine Frau ist auch hübsch, aber er hat tatsächlich nur... Oh nein, und er ist kränklich. Oh je. Dieses begriffsstutzig zieht sich wirklich beinhart durch. Ihr, das Reizlose auch. Aber ich nur meine, wir unter haben es bei mir Erben, schon abgeschwächt. Ne? Ja. Meine Schwestern sind alle nicht begriffsstutzig, deshalb nur ich. Doch, meine eine ältere Schwester ist auch begriffsstutzig, aber vor allem ich hab's gehabt. Meine Mutter hatte es, ich hab's, mein Erbe hat's. Geil. Das Gute bei mir ist übrigens gerade, dass die KI ein bisschen verkackt. Die hat hier haufenweise Armeen, was er erobern will, was aber so eine lächerlich gut befestigte Stadt ist, dass sie dafür 3 Jahre brauchen werden. Oh. Ich habe hier alle Zeit der Welt, meine Verbündeten vom anderen Ende Europas herkommen, sodass meine ganze Armee wieder aufzufrischen. Geil. Und erst dann irgendwann reinzugehen, weil na offensichtlich, ne, sind halt diese unkultivierten Heiden auch einfach nicht so intelligent wie wir christliche Europäer. Und verstehen nicht, was Strategie wirklich ist. Natürlich. Wahrscheinlich haben sie auch noch nie irgendwie mal De Bello Gallico gelesen, wie wir alle in der Schule. De Bello was? Ja, klar. Und nicht vom großen Cäsar gelernt. Und eindeutig sind sie halt nicht so toll wie wir. Nicht so reich, nicht so schön. Trotzdem dafür aus irgendeinem Grund schlagkräftiger in der Schlacht als wir. Ich verstehe auch nicht ganz, wie das immer kommt. So, jetzt geht's gleich wieder los. Es kann nicht so stehen gelassen werden, diese Ketzerei da drüben. Mein Chat fragt gerade, ob begriffsstutzig nicht etwas Gutes ist, weil man dadurch nichts Ketzerisches Neues dazulernen kann. Ich finde die Interpretationen, die mein Chat da macht, tatsächlich sehr spannend. Ist echt nicht schlecht, ja. So, mein Bischof mag mich endlich. Das ist ja großartig. Das heißt, ich bekomme jetzt ein bisschen mehr Kohle. Das ist beautiful. Und oder wir setzen uns in Bewegung. Wenn ich diese Belagerung von Saragossa in der Mitte unterbreche, ist halt auch geil. Dann müssen die das ja nochmal machen. Dann kann ich jetzt eigentlich so oft hier verlieren, wie ich will, und sie zermürben, weil sie sich immer wieder auf diese dumme Stadt stürzen werden. So, diesmal sollte aber wirklich... Diese Armee muss zuerst rein. Auf geht's. Mach mal kurz auf 1 die Geschwindigkeit, damit ich diesen Krieg gut koordinieren kann. Mach das gerne. So, und jetzt alle rein. Wenn die Verbündeten jetzt nachziehen, müssten wir das schaffen. Aber halt, du bitte nicht als Erster. Jetzt rein. Jetzt alle rein. Ja, jetzt kämpft mein super Anführer und bei ihnen einer mit 19. Wo bleiben die Kreuzzüge? Gut. Nur noch kommen, Leute. Wo bleiben die Kreuzzüge? Oh, das weiß ich nicht. Wo? Ich frage mich ja gerade, wo die Verstärkungen bleiben. Aber die Kreuzzüge. Verstärkung! Kreuzzüge. Verstärkung! Ja! Wir schaffen das! Jetzt noch die Verbündeten!
30 Jahre Cooldown. Oh Gott, das wird wieder so knapp. 30 Jahre. Worauf wartet der denn in den 30 Jahren? Davon wird das gelobte Land auch nicht besser und sicherer. Wir brauchen Kreuzzüge. Schwierige Angelegenheit. Oh, das wird so eine richtig knappe Kiste hier. Sehe ich irgendwo die Cooldown? Also kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen? Wir schaffen das, Pia! Der Sieg! Ich weiß nicht mal, was du für einen Krieg führst. Gegen Muslime, das musste doch ausreichen. Ja, Sieg, Sieg. Nieder mit ihnen! Oh Gott, das war zu knapp. Das war zu knapp, aber meine brillante Taktik. Ja! Worauf wartet der? Auf neue Armeen, weil die anderen im letzten Kreuzzug gestorben sind? So ein Quatsch, papalapap. Ey, die haben wir jetzt hier richtig gebrochen. So, wie wär's jetzt mal mit deiner Hauptstadt, Junge? Geh irgendwie auch durch Ratsverwalter wie durch Butter, aber... Oh, jetzt nutzt das hier jemand tatsächlich, um den Aufstand zu proben. Dass ich hier heilige Kriege führe für die gerechte Sache und ein bisschen Geld. Aber immerhin haben wir Lösegeld. Und zwar richtig viel sogar. Fünf Monaten haben wir diese Burg. Mein Stresslevel muss langsam mal runtergehen. Das ist nicht mehr in Ordnung. Das Stresslevel, das ich habe, ist viel zu hoch. Ich mach gleich wieder ein Festmahl, da sehe ich mich. Ich muss ja auch noch die Geburt von meinem Sohn feiern. Eine ganz wichtige Angelegenheit. Ja. Irgendwie sind seine Augen ganz klein. Lagern die hier bei uns was, aber wir holen derweil seine Hauptstadt. Das könnte fast sogar schon reichen, dass wir den... Oh. Mein Stresslevel geht runter. Geil. Ich habe Leute eingeladen. Ist eine Taifa eigentlich ein Königreichstitel? Weiß das jemand? Hallo Sandstein. Ich kann den übernehmen. Taifa? Nee, Herzogtumrang. Dann kann ich den übernehmen einfach und es bleibt in meinem Königreich. Okay, mein Sancho der Goldene treibt wohl recht viel Schabernack. So, so. Wundert dich das? Nein, leider nicht. So, ich habe ein Druckmittel gegen den Bürgermeister bekommen. Wundervoll. Das heißt, ich kann... so ein paar Dinge da verlangen. Das ist eine gute Sache. So. Mein Bischof mag mich mittlerweile echt ordentlich. Das ist eine gute Geschichte. Mein Lehnsherr mag mich. Ich bin mit meinem Lehnsherrn befreundet. Wann ist das passiert? Also ich glaube, weil ich den die ganze Zeit unterstützt habe. Ah! Wir haben gesiegt gegen die Invasoren. Wir haben Schmerzensgeld bekommen. Ha! Ha! So, und dann wollen wir...
So, Scheich Wapp. Also das könnte jetzt auch für dich natürlich, ne? Vielleicht nimmt man ja ein bisschen Rache jetzt gleich. So. So. Am besten, bevor der sich überhaupt groß regenerieren kann. Sieht nach einer guten Frau aus. Oh, mein Ratsmitglied ist gestorben. Eines von meinen Ratsmitgliedern. Oh, eine Nichte von mir ist da. Kommt die aus deinem Hause? Ja, die ist reizlos. Aus dem Hause Aragorn. Wow. Ja. Was soll ich sagen? Warum hat der eigentlich so viele Leute? Das ist auch nicht böse gemeint, tatsächlich. Ja, das sind alles Söldner. Ich warte, bis die Söldner weg sind, und dann kriegt der richtig aufs Maul. Oh mein Gott. Einer meiner Vasallen ist Ehebrecher. Wie wirst du damit umgehen? Ich kann nichts tun. Es ist tatsächlich nur verpönt. Ich kann ihn nicht einkerkern dafür, komischerweise. Ich hab derweil jemanden umgebracht, einfach nur um ein bisschen die Beziehung zu haben. Aber die Frau wurde eingekerkert, weil die Frau kann dafür eingekerkert werden. Oh, ist das bitter. Ja, das ist ja immer so im Katholizismus, ne? Ehebruch ist, das ist so, sehr ist nur nett, für die Frauen Legend, Danny, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und dankeschön, Clay Concept, für die 17 Monate. Beim Mann ist es halt so, ja, und es ganz ist viel Spaß nicht hier ganz weiterhin. Dankeschön, aber, dankeschön. Das ist sehr nett. Ja, das ist, bei mir ist es nur verpönt, tatsächlich, ja. Das ist echt krass. Ja. Hätte ich auch nicht erwartet. Ich muss mein Stresslevel jetzt langsam runterkriegen, also... Ich bin immer noch gestresst, ich sauf eh schon die ganze Zeit. Aber dieses Saufen Bauern hilft wollen den nicht. Aufstand proben. Gesundheit in Ordnung, euch geht es gut. Quellen, Trunkenbold, Dreckschwein. Was genau ist ein Dreckschwein? Das ist eine sehr gute Frage. Dieser Charakter schert sich nicht um Sauberkeit und sogenannte Hygiene. Vielleicht hat meine Frau deswegen auch so wenig Koitus mit mir, weil ich stinke. Und jetzt noch besoffen jagen gehen. Oh, das klingt natürlich großartig. Besoffen jagen gehen, da sehe ich mich. Gerade vorher hatten wir noch, ne, was man besoffen tun sollte und was eher nicht. Und jetzt machst du sowas hier. Aber es ist super. Also ich muss echt sagen, es ist absolut großartig. Mein Stresslevel hat sich endlich mal wieder beruhigt. Ui, und da könnte ich jetzt tatsächlich, ich habe eine 23%ige Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn ich versuche, mich mit einem Wildschwein anzulegen. Aber ich bin nicht mutig, ne? Boah, das traue ich mich nicht, das Risiko einzugehen. Ich bitte um Hilfe an meinen besten Freund. Nee, das traue ich mich noch nicht. Das ist zu hart. Bei mir stinkt's auch. Am Hofe. Ich bin nicht zu Besuch. Ja, stopft einfach das Loch im Boden zu, aber dann, nee, ich bin zu fleißig. Mein Ratsverwalter soll bitte einen günstigen Deal aushandeln. Sehr gut, hat er auch hingekriegt. Ich habe einen Wikinger getötet, weil es ein Wikinger ist. Das hat bei uns nichts verloren. Ja, ich bin so ein bisschen unschlüssig gerade, was ich jetzt tun soll mit meiner Macht. Mein Kind ist da, meine Frau will nicht mehr Sex mit mir. Gebiete kann ich nicht einnehmen, weil hohe Lehnsautorität. Meine Frau will nicht mehr Sex mit mir. Das tut mir leid. Ja, das ist auch echt traurig, tatsächlich. Vielleicht versuche ich nochmal das Gebiet hier einzunehmen.
Ansprüche von mir, das ist immer noch 6600 Mann. Das kann ich immer noch nicht machen. Armee erweitern. Ja, das könnte ich auch machen. Vielleicht fange ich ein paar Liebschaften an aus Langeweile. Ich meine, das würde sich ja anbieten. Ich bin ja nicht mehr... Das würde eigentlich funktionieren, oder? So aus Langeweile als Gottes Sohn ein paar Liebschaften anzufangen? Weiß nicht. Das ist natürlich eine Art von... Ja, ich habe jetzt mal entfesselte Lust. Ja. Mein Charakter ist derweil so ein bisschen nach jetzt mehreren Kriegen gegen die Muslime und nachdem er gesehen hat, wie sein Vater daran zerbrach, hat er es sich gar nicht so aus religiösen, sondern mehr aus einfach persönlicher Rachelust zur Aufgabe gemacht, dass er sich jetzt erstmal um die muslimischen Gefangenen im Kerker so ein bisschen kümmern wird. Und der kann ihm nützlich sein, der hat Ansprüche, den lassen wir mal noch. Aber die hier... Alter, Kaiser Manfred vom Heiligen Heiligen Römischen Reich ist einfach 15. Junge. Also wer kein Lösegeld zahlen will, finde ich, hat auch sein Leben ein bisschen verwirkt. Auf jeden Fall. Und wir verbrennen jetzt mal ein paar Muslime auf dem Scheiterhaufen. Wir fangen an mit einem 10-jährigen Kind. Weil irgendwo muss man ja anfangen. Und dann arbeiten wir uns hoch. Jeder, der kein Lösegeld zahlen will. Nee. Erstmal. Ui. Ein Höfling macht mir Avancen. Ja, weil er offenbar gemerkt hat, dass du ganz gut dabei bist. So. Ja, die ist auch echt schön. Also, die ist 22. Ich war besoffen. Ich habe mit ihr geschlafen, ich habe Anspannung verloren. Alles passend, alles funktionierend. Ich sehe da keine Problematik. Und um meine Mutter nicht zu erzürnen, baue ich jetzt noch eine Burg, die ich nach meiner Mutter benenne. Ich derweil gehe durch die Gefangenen wie die Sense. Niemand will Lösegeld zahlen, also... werden sie getötet. Ja, zwischen auch mal ein bisschen Folter hier, die Streckbank. Derweil zwischendurch kann ich mich einer entspannten Partie Schach widmen. Ist der gleiche Tipp wie vorher? Nee. Geil, habe ich ein bisschen Geld und Prestige langsam bekommen. Bester Anfang für eine Affäre. Sie war schön, ich war besoffen. Ich bin der Schachkönig von Spanien derweil. Bisschen Foltern zwischenzeitlich, das hilft auch echt. Das wusste ich gar nicht. Dass Foltern auch gegen Stress hilft. Ich glaube, du brauchst eine bestimmte Eigenschaft dafür. Ja, ich bin nicht sadistisch. Aber meinem Lehnsherrn wurde schon wieder der Krieg erklärt. Von einem Bauernaufstand. Ja, komm, wir helfen dir mit dem Bauernaufstand. Ich schmeichel mich richtig ein bei meinem Lehnsherrn. Ich helfe dem die ganze Zeit mit lauter Kriegsbeitrittgeschichten. Und der mag mich mittlerweile auf 100%, einfach nur, weil ich ihm jedes Mal helfe, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht. Ja. Ich habe derweil die Castilia, der Castilia beschwert sich. Dankeschön, Pilzbauer, für die 4 Monate. Dass mein Vasall seine Schwester zur fleischlichen Sünde verführt hat. Ist ja egal, wenn sie schwanger wird. Na, ich könnte jetzt Geld bezahlen dafür. Nee, dann soll lieber der Typ öffentlich um Vergebung flehen.
Eine Fraktion wurde mich gestartet. Eine Freiheitsfraktion. Ach, von der Frau, die von meiner Mutter ignoriert wurde. Meine Gräfin ist schwanger. Ach, großartig. Ich habe vergessen, wie die Frau hieß, die ich beschlafen habe. War die nicht mit irgendjemandem verheiratet? Ah ja, genau, das ist die Frau von meinem Ratsmarschall. Genau, mit der hatte ich geschlafen, da war ich mir nicht mehr sicher. Ja, das passiert, ne, also. Dankeschön, Antimidiras, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. So, der das hat so viele Ansprüche, dass ich ihn dankeschön, jetzt mal rekrutiere. Das ist der einzige Muslim, was ja auch besoffen passiert, ja eben. Oh, die Frau, die ich da zu Tode gefoltert habe, war seine Ehefrau. Ja. Ja, das wird er verstehen. Das war ja nur eine Frage des Geschäfts. Aber guckt euch diese Ansprüche an von dem Typen. Können wir ja richtig gebrauchen. Ach, ist das großartig. Mein kleiner Sohn, was ein voller Erfolg. Er ist herrisch. Aber ich sollte den nicht erziehen, weil der wird ja nicht so ein krasser Dude. Mein Ratsmarschall darf den erziehen, ausbilden und das wird ein kleiner Kriegsführer werden. Oh, meinen Sohn soll ich vielleicht auch mal erziehen. Und eine Sprache, ah, darf er noch nicht mit 6, darf er eine Sprache lernen in 3 Jahren, ja, da hat er noch ein bisschen Zeit. Das ist ja schön. So, ich wollte noch eine Burg bauen, aber dafür fehlt mir Geld, immer noch. Ja, da wird mir nochmal Geld geschenkt von dem Nachbarn, weil er einen Waffenstillstand erkaufen möchte für ein paar Jahre. Ich darf ja eh keine Kriege führen. Dann kann er mir das Geld ruhig schenken. Das ist bei mir gut aufgehoben, auf jeden Fall. Und mein kleiner Sohn ist endlich nicht mehr kränklich. Das war dringend notwendig. Ich habe deine Frau beschlafen und kümmere dich um mein Kind, nett. Ja, er weiß ja nicht, dass ich... Ich wollte ihm nur helfen. Der ist jetzt mit seiner Frau auch schon ein bisschen länger verheiratet und die haben immer noch kein gemeinsames Kind und ich wollte ihn einfach nur unterstützen. Also ich sehe da auch keine Schuld bei mir, um ehrlich zu sein. Nee, ich auch nicht. Ich bin Gottes Sohn. Also das, was ich mache, kann sowieso nicht falsch sein. Pia, ich habe dabei ein ganz anderes Problem. Ja? Ich habe jetzt alle Muslime in meinem Kerker verbrannt oder zu Tode gefoltert. Jetzt habe ich keine mehr. Was ist das für ein Problem? Was mache ich denn jetzt? Wir führen noch mehr Kriege. Aber weil, also, ich bin jetzt schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich habe auch viel mit diesem Templerfürsten geredet, als wir gemeinsam gekämpft haben. Und wir waren uns schon einig, dass eine der schönsten Sachen im Leben es eigentlich ist. Also ich bin ja auch sehr fleißig. Was ist denn das für eine Frage? Krieg führen offensichtlich. Ja, sind wir verbündet? Ich glaube auch. Weiß ich gerade gar nicht. Wir sind nicht verbündet. Nee. Das ist eine schwierige Geschichte. Aber es gibt ja trotzdem, es gibt hier, wer ist der schwächste Muslim hier? Hier. Der ist 4 Jahre und hat keinen Verbündeten. Einen Verbündeten. Ich glaube da, Da könnte man doch schon mal so ein bisschen rein. Noch einen Sohn bekommen. Und er ist schön. Ich habe einen schönen Sohn bekommen. Jetzt habe ich einen begriffsstutzigen und einen schönen Sohn. Ich will auch nur jede Gelegenheit weiter von diesem Templerfürsten zu lernen. Ah, ich habe nicht mehr die Glauben dafür. Schade. Ich habe ein bisschen Glauben verloren durch die Folterei. Also die Sache ist ja die, hast du eine Tochter? Nein. Nee. Ja, wie schaffen wir denn ein Bündnis? Das weiß ich gar nicht. Ich kann versuchen, einen Freundschaftskonflikt, ne? Ich kann keinen Freundschaftskonflikt, du magst mich nicht genug. Aber ich kann, wie viele Sprachen kann ich denn noch lernen? Kann ich noch eine lernen? Ich kann auch keine Sprache mehr lernen, ich bin schon zu kultiviert. Aber ich kann mal versuchen, mich stückchenweise mit dir anzufreunden.
Und vielleicht können wir uns ja das einreden, so. Ich meine, ich bin ja auch wirklich, also jeder Sohn Gottes würde doch, also ich meine, ich finde, es ist eine sehr sympathische Eigenschaft von mir, mein brennender Hass auf Muslime und mein Verlangen, sie für Geld und Profit auf den Scheiterhaufen zu werfen. Also welch noblere Charaktereigenschaft könnte es geben? Auf jeden Fall. Ich muss jetzt König werden. Denn ich möchte nicht, dass einer meiner Söhne einen geringeren Titel als Herzog hat. Aber ich will auch nicht unbedingt, dass meine Gebiete sich aufteilen. Ergo wäre jetzt mein Auftrag, König zu werden. Du bist ja schon König, ne? Ja, schon lange. Ja. Die Machtgier führte mich schon längst dahin. Hey, das wird interessant. Kann man sich nicht schmeicheln und gemeinsam jagen gehen? Wir sind zu weit weg voneinander, um solche Intrigen so führen zu können. Also ich glaube, mit meinem Lehnsherrn kann ich mittlerweile mehr Interaktionen haben. Ich glaube, den kann ich zu Aktionen einladen manchmal. Aber Maurice ist ja ganz woanders. Der steht ja ganz woanders. Oh, mein Stresslevel sieht wieder viel besser aus. 34 Gold noch, dann kann ich endlich eine Stadt nach meiner Mutter errichten. Und es hat funktioniert. Also ich muss sagen, meine Schwester einzusperren, hat funktioniert. Sie hat seitdem keine Kinder mehr bekommen. Eine simple Lösung für ein kompliziertes Problem. Ja, und ich habe die Tochter jetzt bei dem Klerus versprochen. Weil was anderes fällt mir da auch nicht ein, was man damit machen könnte. Nee, verstehe ich. Damit vor allem. Und der Sohn wird auch... Ach, den könnte ich auch in einen Kriegerorden schicken. Das ist natürlich auch eine Sache. Aber das geht nicht, weil er keine Kriegsführungseigenschaft hat. Ausbildungseigenschaft hat. Dann lass uns doch noch mal auf kriegerisch zu stellen. Aber zum Gelübde auffordern, er ist noch nicht 10 Jahre alt. Also er wird entweder wird er zum Gelübde oder in den Kriegsorden geschickt. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Die eine Tochter ist auf jeden Fall schon drin, das passt. So, ich kann mich jetzt bei dir einschmeicheln. Indem ich deine jugendliche Lebenskraft lobe. Ja, die habe ich. Voll. Damit habe ich diese unzüchtige Geschichte von meiner großen Schwester, der habe ich Einhalt geboten. Das ist wichtig. Das ist wichtig und richtig. Was machen denn meine Verbündeten da oben? Wo will die hin? Ach, die will die Hauptstadt angreifen. So. Wenn du den Sohn das Mündel zu einem Krieger gibst, wird er wahrscheinlich auch zum Krieger. Das könnte ich noch machen, ne? Dass ich den quasi Vormund entfernen und dann Kind unterrichten. Alter, das ist ein richtig schlimmes Event. In Mallorca liegen sich Muslime und Katholiken in den Haaren. Und meine Ratskanzlerin sagt, wir sollten da noch Öl ins Feuer gießen, weil dann kriegen wir katholische Milizen, die wir benutzen können. Dann kriegt meine Armee ein bisschen billiger. Ja, ja. Geil. Ich könnte dann auch als Aufhetzer gelten, aber dann mögen mich nur die Muslime weniger. Und ich meine, eure Hasskampagne ist erfolgreich. Sehr gut. Mein Typ entdeckt auch den... Ich habe nur aus dem Chat vorgelesen, weil die gesagt haben, hätten wir wirklich Sorgen gemacht, wenn sie im Knast tüchtig weiter Kinder werfen. Naja, sie war ja nur im Hausarrest bis jetzt. Ah. Mein Typ entdeckt jetzt schon auch hier sehr den religiösen Hass für sich, weil... Ich meine, er kann seine beiden Leidenschaften miteinander verbinden... Das Blut vergießen und das Geld scheffeln. Und das ist eine schöne Kombi, das gibt ihm viel Freude.
in Mallorca marodieren jetzt katholische Milizenbanden durch die Straßen und zerren unschuldige muslimische Zivilisten aus ihren Häusern. Und mein Typ hockt hier und denkt sich, der Armeeunterhalt ist um 10% gesunken. Es lief alles nach Plan. Ich habe gerade 400 Gold ausgegeben, um eine Burg zu bauen, die ich nach meiner Mutter benennen werde. Eine sentimentale, unsinnige Investition. Wie frech du bist. Was heißt für eine sentimentale... Also bitte dich. Wenn ich als Gottes Sohn eine Burg baue, eine Burg kann nie eine unnötige Investition sein. Denn in diese Burg kann ich noch mehr Gebäude bauen, die mir mehr Geld bringen. Es ist eine zukunftsorientierte Investition. Das stimmt, man muss Geld in die Hand nehmen, um Geld zu verdienen. Da bin ich ja sehr bei dir. Ich meine, ich bin halt ein bisschen eher so der andere Burgen niederbrennen-Typ, wenn es ums Geld verdienen geht. Weil es kribbelt ihm auch gerade echt in den Fingern. Er hat jetzt schon sehr lange niemanden mehr im Kerker hingerichtet. Und das... Also allmählich ist es so ein bisschen so, weißt du, wie wenn du zu lange nicht mehr geraucht hast. Kennst du das? Hast du je geraucht? Hast du mit dem Rauchen aufgehört? Ich auch nicht, ich kenn's auch nicht. Aber das ist so ein bisschen, wie er sich gerade fühlt. Er ist halt schon... Ja, das ist nicht gut. Aber hier ist ja eine ganze Stadt voller Muslime, die wir jetzt gleich eingenommen haben. Und dann auch noch ein bisschen Geld machen. Mir schenken lauter Leute Geld, damit ich ihnen keinen Krieg erkläre, obwohl ich eh keine Kriege erklären kann. Ui, was hat hier geläutet? Ja, ich glaube, das ist das Tribut für den Gottessohn. Von Kalle. Geht er ran? Ich mach mal ganz schnell die Tür auf. Kurze Pause. Jawohl. Hier.